Leute, laut der Karte müsste unser Traumhäuschen irgendwo hier sein. Oh, wow, ja, da ist es ja. Das sieht so toll aus. Ich nehme es mir. Und diese Hütte sieht nicht so schön aus wie deine. Sind das etwa Kakerlaken? Und eine Ratte? Wie furchtbar. Wie soll man denn hier leben? Ich will das Haus nicht. Oh, schaut euch dieses Haus an. Voll cool. Ich nehme mir es. Nein, nicht bewegen. Dieses Haus wird mir gehören. Dann nehme ich mir dieses hier. Mike, verschwinde. Du hast keine Chance. Das wird nicht funktionieren. Na, okay. Ich werde aus dem hier noch das beste Haus in der Nachbarschaft machen. Willkommen bei unserer neuen Challenge. Los geht's. Mädels, macht euch keine Sorgen. Ich habe bereits alles bestellt. Oh, wow. Das nenne ich eine mega schnelle Lieferung. Na los, lasst uns die Kisten auspacken und uns beeilen. Ah, was zum Teufel ist das denn? Eine Ratte auf meinem Grundstück. Mike, schaff sie weg. Oh Mann, diese Ratte sieht richtig süß aus. Das wird mein Haustier sein. Wie auch immer, ab ans Haus. Ich sehe, alle fangen mit der Reinigung ihrer Hütten an. Das ist richtig, man muss nämlich den ganzen Staub und die Spinnweben loswerden. Ich weiß auch schon, was ich machen werde. Das hier brauche ich definitiv nicht. Oh, ups, Emma, tut mir leid, jetzt beruhig dich doch. Das habe ich nicht gemeint. Schau mal, ich habe hier was Leckeres. Willst du was? Oh, Moment mal, das bringt mich auf eine coole Idee. Ich habe genug Schachteln, um mein Haus damit auszustatten. Marie, ich sehe alles. Und jetzt wird es Zeit, dass ich mich ans Dach mache. Dafür benutze ich dieses wunderschöne Blau hier. Oh Mann, sieht das schön aus. Ah, oh Mann, die Farbe ist noch nicht trocken. Und jetzt befestige ich eine Rennstrecke am Dach. Das wird mega cool. Schaut euch mein Auto an, das hat richtig viel Spaß hier. Und hier kommt noch unsere Flagge aufs Dach. Marie, was ist mit dir los? Alles in Ordnung. Ich wollte bloß meine Lieblingsnotizzettel am Haus anbringen. So mache ich das. Eins nach dem anderen. Oh nein, hier fehlt noch ein Notizzettel. Ah, da bist du ja. So sieht's gut aus. Und jetzt bringe ich noch ein paar Luftballons an. Viele, viele Luftballons. Haha, die sehen so lustig aus. Ups. Hä, was ist das denn? Marie, ist das dein Luftballon? Oh Mann, was ist das denn für ein lustiges Haus? Hast du das gesehen, Emma? Da gibt's nichts zu lachen. Mein Haus sieht richtig sonnig aus. Hm, alle haben ihre Häuser schon ein bisschen dekoriert. Es wird Zeit, dass ich mich auch ans Zeug mache. Gut, dass ich diese wunderschöne Decke hier habe. Oh Mann, die muss ich wohl festnageln. Aua, mein kleiner Finger. Nee, das schaffe ich nicht. Ich weiß, wer mir helfen kann. Okay. Hierher. Hier, kannst du bitte diesen Teppich an meinem Haus anbringen? Ja, alles klar, kein Problem. Oh, wow, das machst du ja richtig gut. Ich finde, du hast Talent. Cool. Zu schade, dass ich das nicht so gut kann. Oh, was für ein süßes Herz. Vielen lieben Dank. Ach ja, natürlich. Ich muss dich ja noch bezahlen. Bitte sehr, ich hoffe, das ist genug. Schönen guten Tag dann noch. Wir haben es geschafft. High five. Was für eine leckere Banane. Wäre doch voll cool, wenn ich einen Bananenbaum in meinem Garten hätte. Oh, wie toll. Schaut euch diese Palme an. Von nun an habe ich einen endlosen Vorrat an Bananen. Und unter dieser Palme bringe ich jetzt noch einen Liegestuhl an. Jetzt kann ich mich sonnen. Dafür brauche ich noch einen Sonnenhut. Und einen hübschen Cocktail. So ist schön. Oh, wow, Marie hat Bananen in ihrem Garten. Hey, Marie, du bist ja richtig gierig. Na, wie auch immer. Ich werde dich nicht zu mir einladen. Moment mal, dieses Spielzeug bringt mich voll auf die gute Idee. Ich könnte hier einfach einen Basketballplatz machen. Das wird richtig viel Spaß machen. Immerhin bin ich ja fast ein professioneller Basketballspieler. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Oh, Emma, entschuldige, kannst du mir den Ball zurückgeben? Moment mal.
Was? Wie hast du das geschafft? Beim ersten Mal? Ich wünsche mir eine Schaukel auf meinem Rasen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich hab's geschafft. Meinem kleinen Stofftier scheint es zu gefallen. Und hier bringe ich noch einen Briefkasten an. Oh, sieht der nicht schön aus? Also, was haben wir aneinander gemacht? Ach, falsche Seite. Oh nein, Mike. Ach, das hätte ich besser nicht gesehen. Schon mal was von Manieren gehört? Was macht Emma denn da? Die hat einen Briefkasten angebracht. Ich will auch einen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich sowas machen kann. Ich nehme mir eine Blume, tauche sie in die Farbe und mache mir einen schönen gelben Briefkasten mit Gänseblümchen. Ja, die Mädels haben sich Briefkästen gemacht. Ich brauche auch einen. Aber der soll nicht allzu langweilig sein. Ich stecke da noch so einen Dinosaurier rein. Voll cool. Oh, da kommt auch schon der Postboten. Hallo. Oh, ist das für mich? Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Und wir gehen weiter. Ah ja, guten Morgen. Ich habe auch einen Brief für dich. Aua, dieser Dinosaurier beißt ja. Du brauchst da nicht zu lachen. Von wegen Witzbolde. Oh, schönen guten Tag. Sie sind ja eine echte Schönheitskönigin. Moment. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe hier auch einen Brief für Sie. Ach, vielen lieben Dank, das ist so nett von Ihnen. Also, wie ich sehe, habt ihr eure Rasenflächen geschmückt. Jetzt wird's Zeit, von innen die Häuser zu schmücken. Ja, natürlich will ich mein Haus blau färben. Schaut mal, das sieht schon jetzt richtig cool aus. Jetzt brauche ich noch einen Teppich. Cool. Wunderbar. Was könnte ich noch reinstecken? Bingo. Ah, genau. Ich brauche ein Regal für all meine Waffen und Spielzeuge. Schaut mal, was ich hier habe. Voll cool. Huggy Wuggy, du kommst auch noch hier drauf. Und jetzt muss ich noch ein paar Diamanten, die ich kürzlich in Minecraft gefunden habe, an den Wänden befestigen. Und hier passt mein cooler Dynamittisch rein. Außerdem wird es das Haus für meine kleine neue Hausratte sein. Ich werde sie Jack nennen. Na, viel Spaß dann. In die Ecke kommt noch ein Sitzsack. Und jetzt kann ich was spielen. Wahnsinn, das macht so viel Spaß hier. Oh, wow, das hat ja Mike richtig cool gemacht. Ich denke, ich muss meinen Raum auch noch in meinem Stil dekorieren. Natürlich brauche ich ein bisschen mehr Rosa. Ich streiche die Wände mit meinem rosa Nagellack. Das wird zwar eine Weile dauern, aber dafür wird das Ergebnis überwältigend sein. Awesome. Ich hab's geschafft. Genauso wollte ich es. Auf den Boden kommt noch dieser wunderschöne flauschige Teppich. Und an die Wände noch ein paar rosa Wölkchen. Und das Foto von meinem Boyfriend. Na, wir sehen so hübsch aus. In die Ecke kommt noch ein Tisch mit meinen süßen kleinen rosa Sachen. Und unten rein natürlich mein CD-Player. Na, es wird Zeit, dass ich mich ein bisschen kämme. Und ein bisschen schminke. Und mein Lieblingsparfüm anbringe. Oh, Moment mal. Ich habe ja meine Miezekatze fast vergessen. Hier muss ich auch noch ein Bettchen machen. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Haben schon alle ihre Zimmer gestrichen? Na, dann wird's Zeit, dass ich das auch mache. Meine Wände werden natürlich in meiner Lieblingsfarbe gelb sein. Das ist richtig schön warm und positiv. Ja. Was für eine wunderschöne Sonne. Wow. Ich liebe diese Farbe. Den Boden möchte ich noch mit warmem Sand bestreuen, damit ich mich so fühle, als ob ich am Strand bin. Awesome. Super! An die Wand kommt noch diese wunderschöne gelbe Quietscheente. Und in die Ecke kommt ein ganzes Regal mit kleinen Quietscheentchen.
Oh, ich liebe die Dinger. Und in die andere Ecke kommt mein Maltisch. Und außerdem kann ich hier toll auf meiner Ukulele spielen. Und dieses schöne Foto will ich auch noch anbringen. Ich liebe meinen kleinen Hund. Hey Jerry, sag allen Wuff Wuff. Hier, das ist dein Bettchen. Mach es dir bequem. Willst du vielleicht einen Knochen? Willst du? Oh, braver Junge. Guten Appetit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Tschüss.